Okay, weiter geht's. Kapitel 3 kommt gleich. Scheiße, Mann. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es nicht mehr wiederkommt, diese Asynchronität. Kapitel 3. Rätselhafte Zukunft. Aber bei den Part 9 war es einfach wieder normal. Komisch. So, Herr Triton, wohin wollen Sie... wohin wollen wir als nächstes? Luke, bitte, du willst doch nicht etwa anfangen, mich Herr Triton zu nennen. Ich finde, dass das auch merkwürdig, aber wie soll ich dich dann sonst ansprechen? Ich schenke, ich sehe keinen Grund, wieso ihr nicht beide Luke zueinander sagen könnt. Wenn es unvermeidlich ist, nenne ich dich Großer Luke und dich Kleiner Luke. Kleiner Luke? Das klingt nicht gerade toll. Wieso, du bist doch klein, aber immer noch besser als die ständigen Verwechslungen. Ganz wie Sie wollen, Professor. Sehr erfreut, Kleiner Luke. Nun, freut mich auch, ebenfalls Großer Luke. Wie gut, wo waren wir? Ach ja, ich musste mich zuerst einer Sache vergewissern. Professor, haben Sie auf dem Weg zu Casino in den Arkaden ein Restaurant gesehen? Du meinst in der Nähe des südlichen Ausgangs der Arkaden? Ganz genau. Dort sollten wir zuerst hin. Ein Freund von mir erwartet uns dort schon. Weiß ich. Ein Freund, ich glaube, weißt du noch den Postboten? Vom ersten Teil, ja. Nein, von denen hier. Am Anfang dieser. Der komische Typ, der mit der komischen Nase da. Ah! Wieso schleicht ihr euch so von hinten an mich ran? Mein Herz wäre fast stehen geblieben. Verzeihen Sie, mein Herr. Ich wollte doch bloß guten Tag sagen. Ich war so in Gedanken versunken, dass ich euch gar nicht gesehen habe. Ich habe wirklich keine Zeit für Plaudereien. Ich habe Wichtiges zu tun. Schönen Tag noch. Sehr eigenartig. Was ist denn, Professor? Schau doch mal auf den Boden, Luke. Wasserspuren und Fußspuren? Geister. Nasse Fußspuren? Der ganze Boden ist voll davon. Wieso hatte der Mann denn so nasse Füße? Dabei hat es doch gar nicht geregnet. Ich habe nicht die geleiseste Ahnung. Es kommt auch später raus, keine Sorge. Sagst du auch noch irgendwas zu sagen? Ja, deine dicke Nase. die hat so eine dicke Nase, das ist nicht mal normal. Wir sind fast da, Luke. Die Arkaden sind gleich da vorne. Ich weiß, wir haben sie vorhin durchquert. Ach, natürlich, da hatte ich ja bereits erwähnt. Hey, Luke, weißt du, ich würde dich gern etwas fragen. Was möchtest du wissen? Mit einer Zeitmaschine könnte man doch zu jedem Moment in der Zeit reisen, oder? Das würde ja die Welt von Grund auf ändern und man könnte damit so viel Gutes tun. Ja, diese Möglichkeit besteht aber durchaus und du willst ihren Bau verhindern, obwohl man Menschen mit damit helfen könnte? Ich will es mal so ausdrücken. Stell dir vor, ein Klassenkamerad, der stärker ist als du, würde dir das Leben schwer machen. Wartet. Okay, weiter geht's. Und ja, und weiter. Und nehmen wir an, du könntest durch die Zeit reisen und würdest dann nicht zu einer Zeit reisen, als er noch viel kleiner war, würde es ihm ordentlich reinzahlen? Aber nie und nimmer. Das wäre doch grausam von mir. Natürlich würdest du das nicht tun. Du hast ja auch ein gutes Herz. Aber stell dir mal vor, was ein schlechter Mensch mit einer solchen Macht alles anrichten könnte. So habe ich noch nie darüber nachgedacht. Jetzt kann ich dich verstehen, Luke. Ey, guck mal, die denken voll simpel. Was, die sagen so, in die Zeit zurückreisen. Ja. Ich denke, er hat andere Dinge gemacht. Das nächste. Warte. Hey, hier, Kasper, es gibt Arbeit. Schnappt euch den Zaster und packt ihn in unseren Tresor. Befehl vom Boss. Los, ich zeige euch, wie das geht. Ja, du so Vollidiot. Okay. Erstmal nach oben, oder? Das Auto muss da oben sein. Wir können das auch so machen. Das kann wie Auto in Stein fahren, wenn du willst. So. Nach oben, würde ich sagen. Okay, so. Oder nein. Nein, so geht's nicht. Ja, das ist nach unten, genau. So. Da ein Pfeil. Warte mal. Hey, was ist das nochmal? Was ist das? Was, das da? Ja. Der springt das rüber. Über den Stein? Ja, über den Stein. Du willst es doch hier machen, oder? Warte, ich glaube, ich weiß es wieder, wie ich das gemacht habe. Das kommt hier hin. Warte, so. Dann so. 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 Muss man alle benutzen? Ja, ist wichtig. Dann habe ich das. Okay, dann muss ich so. Springt er darüber. Echt? Kacke. Löschen. Wie habe ich das nochmal gemacht? Ich weiß, kann aber. Ich versuchen? Okay, komm. Ups, ups. Guck, da muss man schon knifflig nachdenken. Das ist die ganze Kacke. Und? Ja, da fährt er durch.
Durch den Stein da. Durch den Stein? Ja, es bleibt nicht stehen, es fällt einfach durch. Du musst immer was... Dahin, gegen die Wand. Ja, wenn du... Was bringt das dann? Er ist tot. Ach so, er fällt gegen das... Ach, okay. Ja. Und explodiert. Mhm. Nicht explodiert, also geht einfach kaputt. Ja. Das geht schon nicht. Ja, da geht er schon gegen Stein, siehst? Warte mal, warte. Ach, hier, das hier. Ja, so könntest du auch machen. Aber so habe ich es auch vor Aria gemacht. Dann so. Und wie geht das denn? Nach unten, muss nach unten lassen. Dann nach rechts. Kann da auch sein. Warte, doch. Ja, ne? Ja, ich hab das raus. So? Ja, jetzt mach mal den da hin. Den da. Hier? Da unten. Jetzt springt er über den Stein. Jetzt bringst du ihn. Dann nach links, ne? Ja. Ja, du hast es. Jetzt nach oben. Ja, ja, okay, das ist richtig. Perfekt. Jawohl. Geht doch. Abfahrt. Hat ja lange genug gedauert. So. Hä? Ah! Schade. Scheiße. Du musst ja den anderen. Du musst einen anderen Weg finden. Das muss später kommen, hier irgendwo. Ja, aber wann soll es dann. Wie soll es dann irgendwann hierher kommen? Okay. Ah, scheiße. Kacke. Aber der Denkschritt war schon richtig. Der muss über einen Stein springen, das ist klar. Ich glaube über den hier. Nein, wenn er darüber springt. Dann fliegt er ja ins Nichts. Das muss hier sein. Das muss dann hier sein. Das macht doch keinen Sinn, oder? Stimmt schon. Oder? Oder hier? Ja, warte mal. Doch. Könnten wir eigentlich hinbekommen. Da springt er darüber. Warte mal, kann ich mal was versuchen? Warte, dann nimmt er sich einen davon. Dann einen nach oben. Was bringt das? Dann hier. Und dann wieder rein, dann wieder raus? Ich glaub schon. Das geht doch gar nicht, er kann nicht mehr raus. Ah, doch. Warte, so. Ja, jetzt sehe ich schon den Denkschritt. Guck mal, wenn er so geht, dann ist es so. Crash. Du siehst, wenn ich jetzt einen Fall unten mache. Aber ich kann doch den anderen, ich kann doch anders machen. Die Kacke nochmal. Warte, so. Dann so. Dann so und so. Warte, ich hab da eine Idee. Sehen wir mal, ob das jetzt klappt. Nach oben. Dann nach dahin. Dann hier. Dann da. Dann hier. Ja, ich hab's. Dann hier, dann da, dann hier und dann hier. Oder? Warte. So. Ja, ist richtig. Perfekt, endlich. Geht doch. Schön die Software einsammeln. Perfekt hinbekommen. Gut so. Und da wollen die noch mir sagen, dass ich nicht Leighton gut bin hier. Ey, das stimmt echt. Was hat sie gesagt? Ja, Tommy sagt so, ja, Gautam muss diesen unfähig dafür. Achso. Du musst doch nicht vorlesen. Ja, die können sich alles selbst lesen. Das sind ja keine Analphabeten hier. Ich gucke 3-Jährige, guck meine Videos. So schlechter Einfluss. Jawohl. Oh nein! Luke, mein leuchtender Paladin, wie sehr ich dich in diesem Zugang deiner Stimme vermisst habe. Bell, hör doch zu. Ich heiße Luke. Luke, mit L. Ach, was sind schon Namen? Wer sie liebt, der achtet nicht auf solche Kleinigkeiten. Fluki Mats, es ist nicht wundervoll, dass wir uns so früh am Leben gefunden haben. Ich bin so glücklich. Betty. Heißt sie Betty? Betty, Bill, bitte. Bell, ich muss jetzt wirklich. Unsere Zukunft planen? Juhu, hier habe ich sogar schon einen Grund. Ach so. Wow. Unser Traumhaus. Herzig. Okay, lies.
Warte, ich glaube. Nein. Gedankenblitz! Auf dem leeren Gelände unten siehst du in gleichen Abständen Pfähle aufgereiht. Du sollst zwischen diesen Pfählen Seile aufspannen, die das Gelände in 4 abgegrenzte Räume aufteilen, die alle dieselbe Form haben sollen. Wenn du eine gerade Linie über mehrere Pfähle spannst, achte darauf, dass du nur ein Seil dafür wendest. Insgesamt hast du 5 Seile zur Verfügung. Berühre ein bestehendes Seil. Ja, was für? Auf dem leeren. Du sollst zwischen diesen Pfählen Seile aufspannen, die das Gelände in 4 abgegrenzte Räume aufteilen. Alle dieselbe Form. Ja. Okay, man muss aber alle benutzen, ne? Glaub schon. Alle Seile muss man, ja. Immer so. Kann man auch machen. Ja, so war es auch teilweise, glaub ich. Na, ich meine, ich wollte nur testen. Wie viele Teilen müssen wir das machen? In 4, ne? Ja. Mit 5 Seilen. Alle müssen die gleiche Form haben. Das macht schon mal keinen Sinn. Ja, das macht schon echt keinen Sinn. Weil diese Teile sind kleiner. Aber. Stimmt. Nein, das war doof. Ist jetzt gleich raus? 4 gleiche Teile, die müssen alle die gleiche Form haben. Ja. Guck mal, sowas macht man es ja normalerweise. Ja. Ne? Ups. Ich hab so lange dran gesessen, das weiß ich noch. Hier. Ist klar. Und davon das muss man mit einbeziehen, ne? Ja, alles muss man einbeziehen. Alle müssen die gleiche Form haben. Warte, guck mal, so ist es normalerweise. Das heißt, du musst ein bisschen verschieben. Dann so. Normalerweise macht man das so, ne? Na, jeder, ich glaube, jeder von denen muss. Warte, wie viele Fehler sind das denn? Das müssen wir erstmal wissen, wie viele das sind. Ich glaube, wir müssen erstmal 10, Alex. Komm. Warte. 3, da sind 6 oben und dann. Was ist damit? Okay. 3, 7, 13, 20, 27, 34, ach, so 41. Das sind 47 Fehler. 47? Ja. Geteilt durch 4? 11,47? Ja, 47 sind das. 11,6 oder so. Ja. Wir sind schon lange dran. Das muss man immer teilen. So. Wir können auch Tipps benutzen. Wozu habe ich die Münzen denn, wenn man die nicht benutzen kann? Ich habe jetzt 45. Komm, wir benutzen Tipps. Warte mal, guck mal, das ist erstmal so. Du jetzt schon. Okay, was soll ich machen? Das Gelände ist wie ein Quadrat gefahren, bei den 2 Ecken abgeschnitten sind. Überlege dir, wie du ja. Mach mal weiter. Oder raus? Aha. Das ist die Mitte, oder? Ja. Ich überleg gerade. Vergessen, du wirst jetzt überall so in so kleine Vierecke machen. Nee, aber. Ah, da waren die Ecken auch abgeschnitten zum Beispiel. Das hat ein geiles Muster. Ist das nicht so? Nein! Guck mal, jetzt ist es gleich groß wie das dann, ne? Siehst du das, ne? Das auch eigentlich. Echt? Ach so, ja, stimmt. Aber was mit dieser Fläche? Darf man das? Ich weiß jetzt schon, dass diese Form nicht richtig ist. Kommen weitere Tipps.
Der erste Tipp hat mir irgendwie nichts gebracht. Für die richtige Antwort? Für die richtige Antwort brauchst du viermal dieselbe Form, die allerdings nicht mehr dieselbe Größe haben ist. Hä? Hast du vier Trapeze abgegrenzt? Bei dieser Form ergeben sich allerdings unterschiedliche Seitenverhältnisse für die Bäume, für die Räume, sodass die gleiche Proportion nicht mehr gegeben ist. Also kann das gar nicht so aussehen. Das muss so schief sein, so. Wieso? So. Hä? Also sie dürfen nicht alle dieselbe Form haben. Mhm. Ich glaube, ich hätte die Fette nicht ansprechen sollen. Ach, sind vier gleiche, ne? Kacke. Mein Trapez. Trapez gleich. Ja, Trapez war das da zum Beispiel dann. Das war ein Trapez. Okay, komm, ich mach mal was. Warte. Das hat keinen Sinn mehr mit dem. Doch. Sind die gleich groß jetzt? Vier Teile sollst du machen. 1, 2, 3, 4. 8 drin, da sind 7 drin. Nein, 8. Da oben sind aber mehr. Da sind 9. Hier auch? Aber jeder von denen soll gleich. Ach, ich hab keinen Plan. Ich würde sagen, das ist richtig. Echt? Ja. Dann mach. Ich gucke, du hast recht, dann habe ich mich blamiert. Das ist meine Antwort. Nein! Also, dann nochmal von vorne. Ja. Sag mal, kannst du es knacken lassen? Von immer. So. Letzter Tipp. Es müssen zwei große und zwei kleine Räume sein. Die beiden großen und die beiden kleinen Räume sind jeweils gleich groß. Ja, so wie ich das. Nein! Nicht das ist super. Nein, kein Super-Tipp! Kostet sogar zwei. Ich hab kein Problem dafür. Guck, das war doch so wie meins eben eigentlich. Zwei große und zwei kleine, ne? Was war das denn? Aber die sollen dieselbe Form haben, aha. Ich glaube, alleine wäre ich ja aufgeschmissen. Die meinten, die sollen, dass sie dieselbe Form haben. Mhm. Dann machen wir das mal andersrum. So? Was sag ich jetzt anders als davor? Andersrum. Das muss aber ein Dreieck sein. Dreieck. Ich habe gar keinen Plan, was ich da machen soll. Ich glaube, wir können so lange versuchen. Ich glaube, wir kriegen keine Lösung, außer wenn wir nachgucken. Warte. Ach so. Stimmt. Komm, mach mal das. Mach mal sowas wie eine Trapezform. Nein. Mach mal das da wieder dahin. Wo? Das da? Ja. Dahin. Ich kann mich an so ein Bild erinnern. So sah die Lösung aus. Hä? Wo? Ich sehe noch nichts. Du meinst so? Ja. Also das auch weg. Das sind fünf Teile dann. Ja, stimmt. Sieht auch richtig aus. Kurze Pause machen. Kurze Pause, oder? Ja, kurze okay. Pause. Okay, weiter geht's. Wir haben die Lösung nachgeguckt.
weil wir haben keinen Plan mehr gehabt. Mit schlechtem Gewissen. Ja, Fallschwerter. Und so, und jetzt ein Strich in der Mitte und dann ist das die Lösung. Ich verstehe nicht, wie man drauf kommen soll. Wie wäre es hier? Mann, ich verstehe es nicht, wie man drauf kommen soll. Ich wusste es. Voll das geile Haus. Hatte lange genug. Wundervoll, so ein schnuckeliges Trautesheim, das du da entworfen hast. Ich bin so glücklich, Flug. Und dann gibt dein Herzblatt einen dicken, lauten, schmusigen Schmatzer, ja? Nicht nur du Kussmund. Bitte. Ach, wie schüchtern du gleich wieder bist. Da musst du doch einfach dahin schmelzen. Die ist so eklig. Neues? Die haben gerade ein neues bekommen, von der hier. Ja. Das Teil ist auch das, schön. Nein, das ist easy. Das weiß ich noch. Muss man den Baum auch einsammeln? Nein, nur die Kuchen hier. Oh, Fluhuke, ich verzehre mich nach dir, mein Süßer. Ich fliege zu dir und bringe mir meine selbstgemachten Buttertörtchen mit. Freust du dich schon? Buttertörtchen. Die Schalter bewegen die Brücken hier. Welche Schalter? Ach, hier. Da. Ja, was bringt das? Ich hab die Lösung. Okay, mach. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Springt er darüber, da kommt er wieder runter, dann so, dann so. Was? Ja. Okay. Guck dir das mal an. Hey, voll easy. Sag ich doch. Ja. Yeah. Aber jetzt gibt's ja andere Schalter. Soll ein bisschen Verwirrung. Ich glaube, ich habe einen Alternativweg genommen. Mhm, cool. den ich mir selbst einfach konstruiert habe. Wir müssen eigentlich da rein, okay? Was irgendwas zu sagen, Diggi? Ey, wie geht's dir denn? Habt ihr schon die Schießerei in Silverstone gehört? Holla, das steht ja schon in der Zeitung. Ein paar Ganoven scheinen in den Laden eingebaut zu sein, um sich den Klett unter die Nagel zu reißen. Mal leid, sich ja jetzt die genauen. Ja. Was? Aber das ist doch stunken erlogen. Oh, ich bin kleiner, geh mir nicht gleich an die Gurke. Ich sag euch doch nur, was in der Zeitung steht. In der Zeitung stehen Lügen. Ach nun, wieso solltest du gerade du besser wissen, ne? So, ja. Sag es wieder ungern, aber anscheinend kontrolliert der Plan hier die Medien. Die Mitarbeiter der Zeitung schreiben, was man ihnen sagt. Schön erkannt. Ah, das ist das Restaurant. Das ist das Lokal, von dem du gesprochen hattest. Stimmst du, großer Luke? Ja, hier sind wir richtig. Treten wir ein. Du erinnerst dich an den Mann in der schwarzen Uniform? Aber sicher, er hat uns einen deiner Briefe gegeben. Sag ich doch. Ach der mit den roten Augen. In den feinsten Augen? Ja. Freut mich, dass du gefreut. Ich schätze mir gerne, ja. Du siehst meine Fisch und Chips, das sind so gut. Das hier wieder, ja. Und sei mir ehrlich, gutes englische Hausmannskost ist doch das Feinste, was es gibt. Nein. Wie sagen es? Ich liebe Fisch und Chips. Schoko Rice. Wenn ihr etwas Leseneres wollt, dann ich hab das dann geklärt, aber trotzdem. Mein Lammgulasch mit knusprigen Kartoffelspalten wird euch über den Wolken schweben lassen. Schön überzeugt, ich hätte gern eins. Ist es gespeichert? Ja, ist gespeichert. So könnte das auch gleich auch klingen. Mal, Mark Luke. Ach scheiße, wir sind nicht zum Essen hier, weißt du noch? Oh, stimmt ja, verzeihen Sie, mein Herr. Aber später bestelle ich Ihnen ganz etwas. Ja, natürlich, Bürschchen. Sei mir für Bescheid, sobald du die Wahl getroffen hast. Soll ich jetzt schon einen Cut machen? Ja. Nein! Nein. Eine Rätsel noch. Die Rätsel kommen noch nicht. Entschuldigen Sie, Warterei, Shipley. Wir sind spät dran. Gar kein Problem, ich bin selbst erst vor einem Moment hier angekommen. Ihr kennt euch zwar schon, aber ihr solltet euch noch einmal vorstellen, wie es euch angehört, Mann! Das hier ist mein guter Freund, Sibley. Er ist nicht zuletzt sein Verdienst, dass Sie und der kleine Luke in unsere Zeit gekommen konnten. Sehr freut, Sibley. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Professor. Verzeihen Sie meine Verstohlenheit vorhin. Luke bat mich, alle Einzelheiten für mich zu behalten, solange er nicht selbst mit Ihnen gesprochen hat. Das ist doch nicht der Rede wert. Natürlich müsste Luke uns zuerst selbst auf die Probe stellen. Sibley, hast du dich in Chinatown für mich Augen geschaut? Das habe ich, Luke.
Und Layton, dieser hinterhältige Erzschucker hat... Oh, verzeihen Sie, Professor, ich meinte damit nicht Sie. Ich sprach von einem... Der Professor ist bereits über die Lage informiert. Fahr einfach fort, Shipley. Ach, verstehe. Nun, Luke, du kennst ja den Pagodenturm in Chinatown, oder? Genau dort hält Layton allem Anschein nach die Wissenschaftler versteckt. Er scheint sie Tag und Nacht an irgendwas arbeiten zu lassen. Die Wissenschaftler stecken also im Turm selbst. Das erschwert die Sache ungemein. Das ist noch nicht alles. Mir ist noch etwas wirklich Unglaubliches zu Ohren gekommen. Ja, was denn? Der Premierminister, der vor 10 Jahren verschwand, soll auch im Pagodenturm gefangen sein. Was? Bill Hawks. So ein stumpfer. Seit dem Tag des Unglücks fehlt die jegliche Spur von ihm. 10 Jahre lang galt er als verschollen. Was könnte der Grund dafür sein, dass der böse Layton den Premier gefangen hält? Im Moment bin ich ja überfragt. Wir müssen der Sache auf den Fall nachgehen. Du großer Luke, deine Reaktion bei Erwähnung jeden Turmes. Was ist das für ein Gebäude? Der Pagodenturm steht inmitten zahlloser Lagerhäuser in Chinatown. Er ist das Hauptquartier von Laytons Verbrecherorganisation. Das Schlimme ist, dass ganz Chinatown fest in der Hand des Clans liegt. Also wird es schwer genug sein, überhaupt in die Nähe des Turms zu gelangen. Das mag sein, aber wir müssen dieses Risiko in Kauf nehmen, wenn wir die Wahrheit erfahren wollen. Kannst du uns zum Turm bringen? Nun, es bedarf einiger Vorbereitung, um sich in einen solchen Bau hineinzuschleichen. Am besten trennen wir uns und ich suche auf eigene Faust nach einer sicheren Route. Bitte geht ohne mich in Richtung Chinatown. Shipley wird euch den Weg weisen, in Ordnung? Wie du meinst. Sehr gut, dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Bitte seid sehr vorsichtig, verstanden? Puh, auf einmal hatte ja sehr eilig. Shipley, wir müssen nach Chinatown gelangen. Welche Route wäre Ihrer Meinung nach die beste? Also am besten bewegt ihr euch zuerst auf die Flatstone Suite in Richtung Norden. Ehe ihr ans Casino gelangt, werdet ihr rechts auf eine kleine Treppe stoßen. Vielleicht ist sie auch hier schon aufgefallen. Nun, da Sie es sagen, ich glaube, ich erinnere mich an die Treppe, von der Sie hier sprechen. Perfekt, gehen Sie die Treppe rauf und dann weiter durch die enge Gasse, bis Sie an den Fluss kommen. Danach folgen Sie der Böschung nach Osten und schon bald gelangen Sie nach Chinatown. Oh, Sie kommen also nicht mit, Shipley? Ich würde ja gerne, aber ich muss leider auf den älteren Luke warten. Nun gut, dann danke dir, Hilfe, Shipley. Kommt mit, Luke. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Passt gut auf euch auf. Ich bin hier, falls ihr mal in Schwierigkeiten stecken solltet. Das Boot ist böse, ne? Nein. Er hat eine Narbe. Er ist gefährlich. Ach, den Weg müssen wir jetzt gehen. Ey, Mann, ich will noch ein Rätsel machen. Um ein Rätsel zu machen, musst du noch richtig lange, glaube ich, noch warten. Echt? Ja. Bitte schön. Was ist das denn? Mach doch mal auf. Ein Hut? Für meinen frisch gebackenen Professor. Glückwunsch. Danke. Ja? Ab heute bist du ein echter Akademiker. Also müssen wir dich ein wenig schick machen. Oh, es steht dir, Herschel. Jetzt bist du ein wahrer Gentleman. Ein wahrer Gentleman. Mhm. Nicht abnehmen. Du gefällst mir richtig gut mit dem Zylinder. Lass ihn auf. Oh, ist es schon so spät? Jetzt muss ich aber los. Wir führen heute im Labor ein wichtiges Experiment durch. Lass uns doch heute Abend feiern, ja? Ich freue mich schon. Und versprich mir, dass du deinen neuen Zylinder trägst, auch wenn du dich erst daran gewöhnen musst. Wie ein wahrer Gentleman. Mhm.